Hallo. Mein Name ist Gülşah Dili und ich mache Kleinkunst und nicht Comedy. Dass, wenn jetzt jemand die Show kommt schauen und am Schluss mega schlecht findet, niemandem sagt, dass er es schlecht gefunden hat, weil er sich nicht getraut, weil er denkt, ich habe es einfach nicht verstanden, weil es ja Kunst ist. That's why. Aber grundsätzlich geht es mir darum, bei dieser Show, dass ich einfach einen Mann finde. Weil ich habe eine langjährige Beziehung hinter mir. Es war einfach ein langes Jahr für mich. Und jetzt suche ich etwas Neues. Weil als Frau muss man einen Mann haben. Ja, ich glaube, wir sind auf der Welt, um uns schlecht zu fühlen und einen Mann zu suchen. That's why. Und darum erzähle ich euch so ein bisschen, mit was dass ich mich so umplage als Sprachrohr auch von der Jugend. Eben mit Single sein. Für das Publikum, das da ist, es ist auch sehr ungewohnt, dass ich euch sehe, weil in der Kleinkunst ist man immer in einem Keller. Und es ist ganz dunkel und man muss die Leute gar nicht anschauen. Ich bin mega froh, darf ich heute. Also, ich möchte anfangen mit Sachen, die man als Single muss immer zuhause haben muss. Und das sind einzeln eingepackte Zahnbürsten, die man aushändigen kann am nächsten Tag, am nächsten Morgen. Das haben mir meine Freundinnen so erzählt. Immer frische Bettwäsche. Dann ein weißes T-Shirt, das man geht zum Schlafen. Etwas gegen Chlamydien, das man auch im Dunkeln findet. Und ab dem Zeitpunkt, ab, ich würde sagen, 2:31 Uhr, das Antizellulitenlicht. Und wenn man so ein Single ist mit 32, dann passiert es einem trotzdem, dass man in Männer-WGs verwacht. Also meine Freundinnen erzählen mir ich nicht. Also weißt du, wie ich meine? Und in WGs ist es tatsächlich so, dass man verwacht am Sonntagmorgen irgendwo in Oerlikon oder Schlieren, man weiß nicht genau wo. Und dann denkt man sich, was? Bin ich da nicht schon letzten Sonntag gewesen? Weil es sieht immer genau gleich aus in jeder WG. Es gibt immer den einen Mitbewohner, der verantwortlich ist für den Geruch. Und was es natürlich auch immer gibt in diesen Männer-WGs, ist das Kallax-Regal von der IKEA. Dann Unmengen von Altglas, das ist jetzt, glaube ich, eines von einem Wochenende. Tote Pflanzen und Staubkolonien und immer fix irgendeine Weltkarte, wo sie wegrubbeln können, wo sie schon waren. Es ist meistens einfach in Europa irgendwo. Oder die Quentin Tarantino Filmposter. Und wenn man in diesen WGs verkehrt, es war ein Sexwitz. Dann nachher tut man ab und zu einmal essen mit diesen Männern. Also meine Freundinnen. Und Männer in WGs, die haben so verschiedene Menüs, wo sie sich eingeteilt haben für jede Lebenssituation. Zum Beispiel, wenn sie verkatert heimkommen. Dann haben sie etwas zum Dehydrieren und etwas zum Füllen. Und sie haben auch das Love-Menü. Also wenn du schon 2-3 Mal bei diesem Typ zuhause bist und er will etwas von dir, er meint es ernst, dann macht das Love-Menü. Das heisst einfach die rote Pesto. Netflix and Chill, dann, wenn er die Mami vermisst, dann immer Unmengen von Milch. Und dort haben Männer einen Skill, der ist sehr verwirrend. Ich weiß nicht, woher das kommt. Sie können Milchflaschen so auflupfen und so machen. Nachher wissen sie, geht noch. Töpperwehr, wo die Mutter einem mitgibt am Sonntagabend, wo der Typ eigentlich schon weiss, wenn er zurück in den WG ist, beim Reintun in den Kühlschrank, vergiss es, in 2 Wochen muss ich samt Töpperwehr den Shit wieder fortgehen. Und eine halbe Avocado. Was Männer auch können, was sie in der Küche auch können, das war auch wieder ein Sexwitz. Was sie auch noch können, ist Brot sehr lange haltbar machen oder wieder haltbar machen. Was es nicht gibt in Männer-WGs, ist das. Und was es auch nicht gibt in Männer-WGs, ist Monogamie. Es gibt nicht Monogamie. Das ist mein Leben. Danke vielmals. Sehr schön, damit haben wir auch noch die Masse übermittelt. Und jetzt? Ja, du hast einfach alles jetzt angemeldet, was du musst. Willst du noch irgendetwas? Weil du bist ja wirklich noch auf der Suche nach einem Mann. Also das war mein Kontostand. Das ist auch. Sehr schön. Okay. Wie läuft es denn so mit der Kleinkunst?
Erzähl. Also ich meine, es ist ja sonst eigentlich als Influencerin wahnsinnig gut gelaufen, bis du der Kleinkunst. Jetzt musst du mal sitzen, damit wir auf Augenhöhe kommen. Ah, nein, ich stehe einfach schon die ganze Zeit und wollte dann mal sagen, ich möchte jetzt auftun. Ich möchte einfach sagen, in der Kleinkunst kann man sich nicht so einen Tisch leisten, der 8'000 Franken kostet. Das ist mehr das, was... Was? 8'000 Franken? 25'000 kostet? Sorry. Ja, aber Kleinkunst ist schon so, es ist sehr verwirrend. Man wird zwar eingeladen an so eine glamouröse Show wie Deville oder auch in so einem Pfarrhauskeller, wo man am Schluss noch mit allen Zuschauern geht, Zopf essen und Wein trinken. Und wo jemand von den Zuschauern dann ganz am Schluss von der Show fragt dann den Pfarrer so, ja, kann jemand noch die Gülscha am Bahnhof fahren, es fährt kein Bus mehr. Also man hat wie die ganze Bandbreite, man ist bei den Leuten. Ja, ich kenne das natürlich aus meinem alten Leben. Ja. Und was ich weiss, ist immer ein gefährliches Zeichen, wenn man fragt, hey, der Veranstalter fragt im Kellerclub, wo du beschrieben hast, hey, wie viele Leute kommen? Und dann sagen sie, hey, es ist ausverkauft, aber du wirst sie nicht sehen, es ist ganz dunkel. Ja? Glaub mir nicht, es ist keine Sau rum. Und das habe ich viele Mal erlebt. Ich habe auch schon von 4 Leuten 90 Minuten lang das Programm bestreiten. Und es war einfach unglaublich gut gewesen. Ja, es das sind so mit dir Familienfest. Ja, also Kleinkunst ist ganz... ganz toll und es ist wahr. Also machst du weiter? Gibt es ein neues Programm? Du bist jetzt über ein Jahr an dem Programm dran. Nein, look, ich muss jetzt wieder schauen, weil es ist ja so selbstreferenziell. Ich erzähle ja wirklich nur, was in meinem Leben passiert. Ich muss warten, dass spannende Sachen passieren. Darum muss ich so spannende Sachen machen. Ich glaube, ich mache mal etwas mit Swingerclub oder so. Einfach, um nachher darüber reden. Das war's. Vielen Dank, Gülscha Adili. Merci.